Also mein Name ist Rainer Wenke. Ich bin eigentlich seit meinem 17. Lebensjahr am Theater. Ich sollte eigentlich Maschinenbau studieren, aber danach war mir nicht. Ich hatte großes Glück. Am Theater wurden Statisten gesucht und bei einem Stipendium von 25 Mark im Monat brauchte man auch die 3 Mark, die man abends als Statist verdiente. Und dann hat man mich im Extrachor gebraucht. Und eines Tages sagte der Chordirektor, kannst du auch wirklich richtig singen? Ja, ich sagte das. Und ich will das jetzt mal kurz fassen, das Ganze, das dauert sonst länger. Und ich machte in den Stücken mit und da lernte ich die Charas-Fürstin kennen. Und da war mein Wunsch, ich will in diesem Beruf und ich will einmal den Boni spielen. Das ist ganz wichtig für mich. Und ein Jahr später, nachdem ich in allen Stücken mehr auf der Bühne stand als in der Lateinstunde auf der Oberschule, hat der Intendant mich bestellt zu einem Gespräch und hat gesagt, ich biete dir einen Vertrag an über 5 Jahre, einen Ausbildungsvertrag. Hier am Haus als Choreleve, du bist im Chor beschäftigt, musst aber durch alle Sparten gehen. Du wirst bei der Bühnentechnik hospitieren, du wirst Inspizient sein, du wirst Sprechunterricht haben, du musst im Ballettsaal sein und nach 5 Jahren wirst du in Berlin dein Staatsexamen machen. Ende. So vergingen die 5 Jahre. Es war eine irrsinnige Zeit. Man hat wahnsinnig viel gelernt. Ich habe dann in Berlin meine Abschlussprüfung gemacht für den Chor. Und man sagte mir am Schluss, wenn Sie Solopartien drauf haben, dann können Sie in 4 Wochen wiederkommen und gleich die Soloprüfung machen. Da fällt nämlich dann die Theorie weg. Die haben wir jetzt mit Chor gemacht. Habe ich also gleich noch die Soloprüfung gemacht. Ja, und dann war ich plötzlich nach der ganzen Zeit, wo ich alle Höhen und Tiefen durchgelaufen bin, plötzlich Solist im Meißner Theater, wo ich eigentlich einmal angefangen habe und eigentlich Maschinenbau studieren sollte. Ja. So, und meine Intendantin sagte zu mir eines Tages, als sie mich in einer Operette sah, sagt sie, weißt du, du bist wunderbar, wie du dich entwickelt hast, aber du wirst für uns und für die Meißner Zuschauer immer der Oberschüler bleiben. Du müsstest an ein anderes Theater gehen. Versuch dich zu verändern. Da wurde ich, erstmal hatte ich einen Schreck bekommen, dann habe ich gesagt, das mache ich. Und was habe ich gemacht? Ich habe im Fachblatt, im Theaterdienst nachgeschaut, wo man die Charas-Fürstin spielt. Und das war das Theater in Rudolstadt. Als erstes Stück die Charas-Fürstin. Ich habe mich dort beworben. Und die haben mich zum Vorsingen eingeladen. Das war der 23. Dezember. Und als ich, mein Zug hatte Verspätung, ich kam an, da sagte der Pförtner, na, die sind alle nach Hause, es ist doch morgen Weihnachten, da musst du nächstes Jahr wiederkommen. Und dann fuhr ich mit der Eisenbahn von Rudolstadt wieder nach Meißen zurück. Ja. Und dann haben die mich aber nicht wieder eingeladen, aber die sind nach Meißen gekommen und haben sich, ohne dass ich das wusste, eine Vorstellung angeschaut, in der ich die Hauptrolle gespielt hatte. Das war die Operette Freier Wind von Isaak Dunajewski. Kennt kein Mensch heute mehr. Und daraufhin bekam ich einen Vertrag zugestickt. Und ich wurde in Rudolstadt engagiert. War glücklich, aber das Glück wurde getrübt. Der Intendant sagte, aber den Boni, den wirst du noch nicht spielen. Da bist du viel zu jung mit 24 Jahren. Also das wird der Opernbuffo machen. Tja, da war ich sehr traurig. Und dann beginnt die neue Spielzeit. Und wer nicht aus seinem Urlaub aus Westdeutschland zurückkam, das war der Opernbuffo. Und da sagte der Intendant, so, nun kannst du doch den Boni spielen. Und da war ich dann mit 25 Jahren der jüngste Boni in der Geschichte und war glücklich, glücklich, glücklich. Da draußen hängt dann ein Foto, das kann ich dann gern zeigen, wie ich damals ausgesehen habe. Ja, und so ging das weiter. Ich war doch gleichzeitig Regieassistent und nach der Regieassistent durfte ich Gastregisseuren hospitieren durfte auch nachstudieren, Besetzungen nachstudieren und so. Und eines Tages fragte man mich, ob ich auch mal selbst eine Inszenierung machen möchte. Und man hatte den Vetter aus Dings da frei. Ich sage, wenn ihr mir das zutraut, dann werde ich das machen. Ich war 6 Jahre in Rudolstadt, ja, 6 Jahre. Und also im 4. Jahr war das. Und ich machte den Vetter aus Dings da und es hat funktioniert. Und jetzt kommt wieder was Markres. Es klingt wirklich, also
sehr makaber, wenn das, weil das so nicht nach Wahrheit klingt. Während der Premierenfeier sagte der Intendant zu mir, du kannst morgen gleich weitermachen. Ich sage, wieso? Die Premiere ist doch raus. Nee, aber morgen kannst du weitermachen. Der Oberspielleiter ist heute ins Krankenhaus geliefert worden. Der hat einen Magendurchbruch und der hat mit Entführung aus dem Serail angefangen. Ich sage, ich kenne das Stück überhaupt nicht. Na, ich verschiebe die Premiere 14 Tage und dann wirst du das Stück machen. Und so ging das weiter. Dann bekam ich einen Spielleitervertrag zum Zellerbufer noch. Und im letzten Jahr machte ich die La Bohème. Und für dieses Theater wurde, für diese Inszenierung wurde das Theater ausgezeichnet. Und daraufhin meldete sich das Ministerium für Kultur und fragte, wer ist denn der Wenke, den kennt kein Mensch. Und da wurde ich zu einem Gespräch eingeladen und da sagte man, wir schlagen Sie für eine Aspirantur vor. Entweder nach Berlin zu Walter Felsenstein an die Komische Oper oder nach Leipzig zu Joachim Herz. Sie können sich entscheiden. Und ich habe mich für Joachim Herz entschieden. Und dann war ich die 2 Jahre Aspirantur bei Herz. Es war eine grandiose Zeit. Von ihm zu lernen war unbezahlbar, das lernt man an keiner Schule. So ein Wahnsinnspraktiker und dabei so ein hochintelligenter Mensch. Und der den schönen Satz sagte, wenn du eine Bühne in Fahrt bringen willst, dann springe auf die Bühne und drehe ein Karussell. Nur so geht es, nur so. Denn wenn die Leute zur Probe kommen, kommen sie alle von zu Hause. Und plötzlich sollen sie in Ägypten sein. Also, da musst du dir was einfallen lassen. Ja, und dann entschied das Ministerium für Kultur, wo wirst du hingehen? Da hast du kein Recht, das machen wir. Denn es gab die Theater der DDR, waren zum Teil überaltert mit Regisseuren und brauchten junge Leute für das Musiktheater. Und man wollte nicht mehr Oper und Operette getrennt, das war mal so Sitte. Man hatte Opernregisseure und Operettenregisseure, sondern man wollte das zusammen. Und das Theater in Zwickau, der Intendant sagte, ich will nicht mehr getrennt Oper, Operette, ich will Musiktheater. Und so kam das. Und so kam ich nach Zwickau. Das war 1968 und da blieb ich 18 Jahre. Habe von diesem Theater aus auch wahnsinnig Inszenierungen in kreuz und quer durch die DDR gemacht als Gast. Ja? Und unter anderem auch in damals noch Karl-Marx-Stadt, heute wieder Chemnitz. Und dann nach den 18 Jahren engagierte mich Karl-Marx-Stadt als Oberspielleiter und ein Jahr später holte mich Rostock als Operdirektor nach Rostock. Dort blieb ich bis nach der Wende und 2 Jahre nach der Wende sagte der Intendant, ich werde den Fliegenden Holländer selber inszenieren, ich brauche auch keinen Operndirektor mehr. Und so war das eben da halt, denn ich hatte Glück, ich durfte seine Amtszeit noch mit 2 Jahren dabei bei ihm sein. Alle anderen Leitungsmitglieder wurden ganz schnell am Anfang seines Engagements dann nicht mehr behalten. Und das habe ich jetzt eben schnell durchlauf gesagt. Und dann war ich freischaffend erstmal 3 Jahre. Da habe ich gestaunt. Es hat funktioniert. Ich habe mich überall beworben. Es hat geklappt. Ich war in Detmold, ich war in Ústí nad Labem, ich war in Danzig in Polen als Gast und in Dresden an der Staatsoperette für Kiss Me Kate und die Lustige Witwe und so. Zwickau holte mich wieder, auch für die Lustige Witwe. Plauen holte mich als Gast. Und eines Tages kommt der Intendant und sagte, der Wolfgang Hauswald, das ist der neue Intendant für Plauen-Zwickau, der sucht einen Operndirektor, hast du nicht Lust? Und ich hatte dieses Hin- und Herfahren in 3 Jahren freischaffend, ich hatte keine Lust mehr. Und so bin ich dann Operndirektor in Plauen-Zwickau geworden, bis zur Rente und darüber hinaus. Und nun stehe ich heute oder sitze ich heute hier. Das war sehr, sehr lang. Ich danke für die Geduld.